jetzt nochmal? Ach ja, Projekt Chaos, genau. Dann gehen wir mal auf Fahren und dann kann es losgehen. Was ist das? Nebel mit Sonne. Ich finde doch, die Atmosphäre kommt noch viel besser rüber, dadurch, dass jetzt einfach diese Boxenpumpe so gemacht wurde. Wie ihr seht, fahren alle sehr fair. Sie rammen einen nicht. Ganz toll. Ja, was soll ich da machen? Die rammen einem einfach weg. Unglaublich sowas. Kein benehmender Fahrer hier. Oh, ich hoffe, ich komme da jetzt noch dran. Ich kann wenigstens Punkte holen. Damit wir die Gesamtwertung immer noch weiter ausbauen können. Gas geben, damit wir da noch rankommen. This is the final lap of the race. See if you can take that guy in front of you, otherwise just bring it back in one piece. So, der Nebel ist weg. Wir fahren schon in der Sonne. Wie es aussieht, holen wir aber keine Punkte mehr. Aber gut, das kommt eben auch mal vor. Ja gut, das ist jetzt doof gelaufen, aber ich möchte das ja so beenden, wie es auch wirklich gefahren wurde. Also sind wir jetzt Letzter geworden. Ich hoffe, für die Gesamtwertung reicht es immer noch für Platz 1. Es gab bis zu 16 Punkte. Gut, er ist das zweite Rennen gewonnen, haben wir jetzt Punkte noch gekriegt. Achso, wir hätten bei der Qualifikation Platz 1. So, weiter. Ja, und hier sind wir jetzt schon Meister geworden. Dann kann es ja jetzt gleich zur nächsten Rennklasse weitergehen. Mal gucken, was jetzt kommt. Herzlichen Glückwunsch. Silberauszeichnung für den Sieg bei Formula Rookie UK Challenge verliehen. So, jetzt können wir die Nachrichten lesen. Gucken wir mal, was wir hier gekriegt haben. Nachrichten erhalten und Fahrernetzwerk aktualisiert. Guten Tag, PlaySafe. Als prominentes Mitglied der Rennfahrergemeinde laden wir Sie herzlich dazu ein, beim Historic TGA Evo 2 Drivers Classic als Gast von Orion Racing mitzufahren. Das Event findet am 24.05. statt und es wäre uns eine Ehre, wenn Sie dort für uns fahren würden.
Falls dies Ihr Interesse geweckt haben sollte, kommen Sie bitte zum Austragungsort. Machen Sie bei uns mit. Mit freundlichen Grüßen, Mark Robinson. Gut, dann können wir jetzt weiter. Gucken auf den Kalender. Und jetzt kommt Formula Wookiee Cup. Okay, das sind jetzt dieselben Autos wie eben, glaube ich. Dann starten wir einfach mal direkt die Qualifikation. Wie gehabt, ich finde, dieses Training ist immer unnötig, wo man das hier jetzt so genau einstellen kann. Und wir befinden uns jetzt auf Catalunya National. Gibt es ja immer so verschiedene Strecken. Dann gibt es GP, National. So, dann geht es jetzt weiter. Es scheint also nicht das Auto zu sein, es scheint ein Stück weiter zu sein. Dürfte ich jetzt fahren? Nein. Okay, ist wirklich dasselbe Auto, ne? Ein anderes Team. Was ist das? Das ist ein Grafikfehler. Keine Ahnung, was da los ist. Aha. Zwischenzeitlich war das Auto rot und es hat sich in Silber verwandelt. So, so. Interessant. Gas. The race director has given you a warning for cutting the track, so you gotta start respecting track limits. Keep it between the white lines. Ich hoffe, die Runde jetzt ist nicht auf. Guck. Aber wir dürfen fahren, wie es aussieht. Warum die Runde dann ungültig ist, verstehe ich nicht. Wir sind nicht mal schnell durchs Kiesbett gefahren, das hat sogar noch Zeit gekostet. Ja, da rutsche ich immer weg. Aber wir haben ja noch ein paar Runden Zeit. Eine werde ich jetzt auf jeden Fall noch fahren. Vielleicht kommt das Überholmanöver.
war eine Berührung, das war natürlich nicht so schön. Aber am Auto ist nichts kaputt gegangen, also können wir jetzt noch locker weiterfahren. Ja, diesmal habe ich die Kurve besser gemacht. Jetzt dürfen wir auch die Runde beenden. Gucken, welche Position es wird. Ja, Platz 1. Das sieht doch gut aus. Legen wir jetzt noch eine Runde hinterher. Und dann ist auch die Folge schon wieder beendet. Ja, die Kurve war gut genommen. Wäre fast schief gegangen. Ich glaube, für die Bestzeit reicht es nicht. Ne, ich war schneller. Doch. Gut. Dann parken wir jetzt mal wieder am Rand. So, mit dieser Bestzeit. Ich werde es noch. Ich werde es noch mal gucken. Ob wir jetzt auch wirklich die Bestzeit haben, wenn ich jetzt die Qualifikation beende. So, gucken wir mal. Wir sind Erster. Wenn ich jetzt hier auf Simulieren Rest der Sitzung, sind wir auch Erster. Gut. Dann sage ich somit auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Bleibt dran!